Untertier des Monats ist in diesem Monat die Casey. Mhm. Casey ist 11 Jahre alt, ja. Weiß mit schwarzen Abzeichnungen und seit Oktober bei uns im Tierheim, weil der Halter verstorben ist. Und die Casey ist ein Sorgenkind. Genau. Also die Casey leidet halt an einer Nierenschwäche und bekommt Nierendiät, Futter. Ja, dann, manchmal mag sie es nicht so richtig, da muss man sie schon überreden. Und sie bekommt auch zweimal täglich ein Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung der Nierentätigkeit. Und sie ist schon so ein kleines Püppchen, so ein Sorgenpüppchen, möchte ich sagen. Ein Sorgenpüppchen. Mhm. Einzelkatze, ja. Braucht keine zweite Katze dazu. Und bei uns immer ganz wichtig, viele sagen ja, oh, ich habe nur die Wohnung mit Balkon. Vielleicht wäre Casey dann genau die richtige Katze für euch, denn da reicht die Wohnung mit Balkon, ja. Obwohl sie früher Freilauf kannte. Ja, genau. Deswegen sollte unbedingt jetzt ein Balkon auf jeden Fall vorhanden sein. Ne? Bei der Halter ist sie halt immer noch so ein bisschen im Garten rausgegangen. Aber wir denken, dass sie mit einem Balkon auch glücklich werden können. Die ist ja recht schüchtern, ja. Und zurückhaltend. Daher denken wir, es wird eine längere Eingewöhnungszeit. Die braucht auch wirklich Zeit, um aufzutauen. Ja, das braucht sie. Aber wenn sie einen kennt, ne, und bei Vertrauen, dann ist sie wirklich lieb und die ist süß. Dann kuschelt die auch gerne. Aber es ist halt so wirklich so ein kleines Sensibelchen. Ich nenne sie immer wie so, wie so ein Püppchen halt. So ein bisschen so, nein, ich weiß nicht, trau mich nicht, oh nein. Deswegen, also ein ruhiges Zuhause. Ohne Kinder. Ja, ohne Kinder. So wirklich so... ja, also da, wo sie halt wirklich so langsam ankommen kann und mit einem großen Herzen suchen wir. Auf jeden so Fall. So bei Interessenten. Ja, auf jeden die Fall. Die noch einen schönen Lebensabend machen. Genau. Ne? Das wäre so optimal. Wo sie wirklich nochmal aufblühen kann und ihren Lebensabend genießen kann. Das würden wir uns wünschen. Die Casey. Mhm. Unser kleines Sorgenkind diesen Monat, unser Tier des Monats, sofern ihr das bei Facebook gesehen habt, bitte teilt diesen Beitrag unbedingt. Es hilft dann doch immer leichter, einen neuen Halter zu finden, wenn es fleißig geteilt wird. Genau. Casey, unser Tier des Monats.